Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die Ersten der dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als Erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. Auf einer Klippe über den dunklen Wassern des Kalenhardsees erhebt sich eine Turmfeste, die Heimat des Zirkels der Magi. Der Turm ist der einzige Ort in Ferelden, wo Magier inmitten von ihresgleichen ihre Kunst erlernen können. Innerhalb der hohen Steinmauern wirkt der Zirkel seine Magie und bildet Schüler in der korrekten Anwendung ihrer Macht aus. Aber der Turm des Zirkels ist ebenso Gefängnis wie Zuflucht. Aufmerksame Templer der Kirche überwachen die Magier und achten auf das kleinste Zeichen von Verderbtheit. Dieser goldene Käfig ist die einzige Welt, die du kennst. Als Kleinkind wurde deine Magiebegabung entdeckt. Du wurdest deiner Familie entrissen und zur Ausbildung hierher gebracht. Deine Ausbildungszeit ist nun fast zu Ende und dir steht nur noch eine letzte Prüfung bevor. Die Läuterung. Magie soll dem Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. So sprach die Prophetin Andraste, als sie das Reich Tevinter stürzte, dessen Magier die Welt an den Rand des Untergangs gebracht hatten. Eure Magie ist ein Geschenk, doch auch ein Fluch. Denn Dämonen aus der Welt der Träume, dem Nichts, kommen zu euch, um euch als Tor in diese Welt zu benutzen. Deshalb gibt es die Läuterung. Das Ritual schickt euch ins Nichts, wo ihr auf einen Dämon treffen werdet. Gerüstet nur mit eurem Willen. Und wisse, Schülerin, wenn ihr scheitert, erfüllen die Templer ihre Pflicht und ihr sterbt.
Das ist Lyrium, die Essenz der Magie. Und euer Portal ins Nichts. Die Läuterung ist ein Geheimnis, weil es notwendig ist. Jeder Magier muss diese Feuerprobe durchlaufen. Ihr werdet sie bestehen, wie wir auch. Bleibt bei klarem Verstand und bedenkt, dass das Nichts eine Traumwelt ist. Die Geister herrschen dort, aber euer eigener Wille ist real. Schüler müssen die Prüfung alleine bestehen, erster Verzauberer. Ihr seid bereit. Noch jemand, der den Wölfen zum Fraß vorgeworfen wurde. So naiv und unvorbereitet wie immer. Es ist nicht richtig, dass sie das tun, diese Templer. Weder euch, noch mir, noch sonst jemandem gegenüber. Es ist immer dasselbe. Aber es ist nicht eure Schuld. Ihr sitzt im selben Boot wie ich damals, nicht wahr? Erlaubt mir, euch im Nichts willkommen zu heißen. Nennt mich einfach, nun ja, Maus. Dieser Ort ist nicht auf die Weise real, wie ihr es kennt. Hier ist man das, wofür man sich hält. Ich vermute, ich war einmal wie ihr. Früher. Wisst ihr, die Templer töten einen, wenn man zu lang braucht. Sie gehen davon aus, dass man versagt hat und wollen verhindern, dass etwas nach draußen kommt. Ich schätze, genau das haben sie mit mir gemacht. Ich habe keinen Körper mehr, den ich zurückfordern könnte. Und es bleibt nicht mehr viel Zeit, bevor es euch ebenso ergeht. Hier ist etwas eingesperrt, das auf eine Schülerin wie euch wartet. Ihr müsst euch diesem Wesen, diesem Dämon stellen und ihm widerstehen, wenn ihr könnt. Das ist euer Weg hier raus. Oder der eures Gegners, wenn die Templer euch nicht töten würden. Für euch ist es eine Prüfung. Für die Wesen des Nichts eine Verlockung. Diese Frage solltet ihr denen im Turm stellen. Vielleicht habt ihr ja das Glück, sie fragen zu können. Und vielleicht kann ich es eines Tages ebenfalls tun. Hier sind noch andere Geister. Sie können euch noch mehr erzählen und vielleicht auch helfen. Wenn ihr in der Lage seid, alles zu glauben, was ihr seht. Wenn es euch recht ist, folge ich euch. Ich hatte meine Chance vor langer Zeit, aber ihr könntet einen Ausweg finden. Nicht weit entfernt ist ein gefährlicher Geist. Ihr solltet euch ihm erst nähern, wenn ihr bereit für einen Kampf seid. In dieser Richtung ist ein weiterer Geist. Ich fand immer, dass er seinem Namen nicht gerecht wird. Haben Sie also wieder eine Sterbliche ins Feuer geworfen? Eure Magier haben sich eine feige Prüfung ausgedacht. Ihr solltet lieber mit euren Fähigkeiten gegeneinander antreten, statt euch unbewaffnet einem Dämon zu stellen. Ihr seid nicht die Erste, die sich so einer Prüfung unterzieht. Ihr werdet wohl auch nicht die Letzte bleiben. Da ihr noch hier seid, habt ihr euren Jäger noch nicht besiegt. Ich wünsche euch eine glorreiche Schlacht. Heißt so eure Prüfung. Ich weiß nur wenig über euch Sterbliche. Aber ich weiß, dass ein Dämon gerufen wurde, der hier ein Maler wartet. Er wird und kann nicht weggehen, bevor einer von euch beiden tot ist. Sie gewinnen durch meinen Willen Gestalt. Ich weiß, dass in eurer Welt nur Magier Dinge durch Willenskraft erschaffen kann. Das Leben der Sterblichen, die das nicht können, muss hohl und leer sein. Ganz ohne Zweifel. In dieser Welt ist alles, was existiert, nur Verstofflichung eines Gedankens.
Sind diese Klingen für euch aus Stahl? Diese Stäbe aus Holz? Glaubt ihr, damit Wunden schlagen zu können? Eine Waffe ist nichts als der Wunsch nach Kampf. Und mein Wille macht daraus Realität. Wollt ihr wirklich eine meiner Waffen haben? Ich gebe euch eine. Wenn ihr vorher im Duell gegen mich antretet, Heldenmut wird prüfen, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Wenn ich glaube, dass ihr dem Dämon gewachsen seid, breche ich das Duell ab und gebe euch den Stab. Andernfalls erschlage ich euch. Sind die Regeln einfach genug, um sie nicht zu vergessen, Sterbliche? Wie ihr wünscht, Sterbliche. Habt ihr die Regeln verstanden, die ich euch genannt habe? Damit beginnt unser Duell. Kämpft mit Heldenmut. Genug! Eure Stärke reicht für die Aufgabe aus. Der Stab ist euer. Möget ihr Ruhm bei all euren Vorhaben finden, Sterbliche.